Hallo, heute stelle ich euch ein Päckchen vor, auf das ich mich die ganze Woche gefreut habe. Es ist das älteste Themendeck, das ich bisher je ausgepackt habe, aus der Reihe Tempest aus dem Jahr 1997, also 22 Jahre altes Themendeck mit dem Namen Deep Freeze. Der Name Wrath Cycle deutet schon darauf hin, worum es in diesem Block, Tempest Block ging, um die Reise auf den Plain Wrath, den sehr stürmischen Plain Wrath, deswegen auch das Logo von Tempest, eine Wolke mit einem Blitz und der Name Sturmwind auf Deutsch. Und dort erleben unsere Helden Sissei und so weiter ganz große Abenteuer. Nachher werden wir in dem kleinen Booklet da drin wahrscheinlich noch ein paar Hinweise dazu finden. Tempest ist eine große Erweiterung mit 350 Karten, erstmals, glaube ich, seit Antiquities wieder aktiv von Richard Garfield gemanagt wurde. Und ich habe die auch fast komplett als Sammlung, auch teilweise mit mehreren Karten. Aber ich habe keines dieser Themendecks bisher aufgemacht und ich liebe auch die Länder aus Tempest. Schauen wir es uns mal an. Wunderschön verpackt, dieses Päckchen hier, wie ihr seht, alles in diesem schönen Zigarettenpapier eingepackt. Es gab damals noch nicht die Unterscheidung zwischen, also in den Logos, Unterscheidung zwischen Rare, Uncommon und Common. Aber es gab auch noch nicht diese ausfaltbaren Anleitungen. Es gab aber auch kein Regelbuch mehr. In ganz alten Päckchen sind immer Regelbücher der jeweiligen Edition dabei gewesen für Starter, für Anfänger, damit die Anfänger lernen, wie das Spiel funktioniert. Hier ist man schon davon ausgegangen, das ist eh für Experten. Da geben wir kein Regelbuch der jeweiligen Hauptedition dazu, sondern da machen wir einfach eine kleine Hintergrundgeschichte. Und die findet ihr hier auch, ne? Genauso ein Heftchen wie bei Exodus damals. Da findet ihr nämlich den Strategy Guide zu den präkonstruierten Decks. Und das ist ein wunderbares Heftchen. Das finde ich total schön, nostalgisch. Das ist toll aufgebaut. Da ist einerseits natürlich Werbung. Guck, da konnte man Looking for a Place to Play im Retailer Store, Arena in der Herbstsaison spielen, Oktober bis November 1997. Und hier sieht man zunächst mal ganz kurz den Basic Rule Overview. Man kriegt erstmal erklärt, was Tempest ist, ne? Das dritte Standalone-Set, ich glaube die 12. Expansion insgesamt von allen Magic-Expansionen. Das heißt eine sehr frühe Sache. Magic war erst 4 Jahre alt. Das sagt auch sehr viel über dieses Set gleich aus. Das Booklet erklärt alles. Das richtige Rulebook, das sieht man hier, das Booklet ist not a Rulebook. Das richtige Rulebook bekommst du, wenn du zum Beispiel das Portal-Set kaufst oder eben ein anderes, zum Beispiel die 5. Edition. Das hier ist kein Rulebook, das ist eine Hintergrundgeschichte und eine Erläuterung. Hier kriegt man erklärt, wie das Deck funktionieren soll, wie man das Spiel, also Zusammenfassung des Spiels und wie das Spiel abläuft in allergrößter Kürze. Und dann bekommt man hier die speziellen Features von Tempest gezeigt, nämlich einerseits Buyback. Das habe ich schon ein paar Mal erklärt, was das ist, dass man diesen Spruch nochmal sprechen kann, wenn man zusätzlich Kosten dafür ausgibt und oder auf die Hand zurücknehmen kann. Und hier Lissets, das sind bestimmte Kreaturen, also Zecken, die bestimmte Fähigkeiten haben, die eine große Rolle spielen, auch in Exodus noch. Dann haben wir Shadow, das ist eine andere Eigenschaft von, ich meine, blauen und schwarzen Kreaturen. Die werden dadurch unblockbar oder nur geblockt von Kreaturen, die selbst Shadow haben. Dann werden die verschiedenen Decks erklärt. Liveth Deck, Flames of Wrath, Deep Freeze und The Swarm. Die sind heute nicht mehr so gut zu bekommen und schon relativ teuer. Deswegen bin ich extrem froh, dass ich dieses Deck bekommen habe. Und wir haben hier die komplette Decklist. Das sehen wir gleich auch noch mit den jeweiligen Angaben, Common, Uncommon und Rare. Dann haben wir hier eine Erklärung der jeweiligen Basic Decks, wie die alle aufgebaut sind. Da seht ihr das. Zu jedem Deck ist also diese Decklist dabei, mit den jeweiligen Angaben der Seltenheit. Dann haben wir in der Mitte einen Fragebogen, den kann man ausfüllen oder man kann es auch lassen. Der ist hier eingeheftet. Und dann geht es weiter mit dem Deep Freeze Deck. Das ist jetzt das Deck, das wir heute haben, das ich hier vorstelle. Gucken wir gleich rein. Und dann kommen wir zum Sideboard, dem erweiterten Deck, zu den Möglichkeiten, das Ganze auszubauen. Und es fehlt tatsächlich das, was wir bei Exodus haben, diese mehrseitige doppelte Abbildung der Geschichte des Blocks. Das war bei Exodus sehr schön. Da war in der Mitte dann eine kurze Zusammenfassung, was in Exodus vorgefallen ist, was passiert ist, wie Sissei und Kollegen ergangen ist auf Wrath. Aber das haben wir jetzt hier nicht drin. Stattdessen haben wir am Schluss noch in Angaben zu Wizards of the Coast, Game Support und am Schluss einen Hinweis auf die Sammelbücher, auf die Bücher für die Sammler. Essential Books for Every Player and Collector. Die findet man heute noch manchmal auf eBay und so.
Jo, gehen wir mal von hinten los, gucken uns erstmal die Länder an, die Tempestländer. Da sieht man hier diese stürmischen Ebenen von Wrath, gezeichnet von Therese Nielsen. Ich habe euch mal erzählt, ich finde die ganz großartig, diese Frau. Wunderbare Fantasy-Zeichnerin, Künstlerin, Malerin. Guck mal, da hat sie auch die Plains gemacht. Das müsste hier Aquarellmalerei sein. Das ist herrlich, wunderschön. Auch das von ihr, die kompletten Ebenen, das ist auch von ihr. Also da hat sie den kompletten Auftrag gehabt, alle Ebenen zu machen. Sau schön. Wunderbare Kunst. Also das ist wirklich, dafür lohnt sich schon. Und diese Ebene auch. Sehr düster das Ganze. Die Inseln durfte der Randy machen. Schön. Hat er die alle gemacht? Jawohl. Randy war für die Inseln zuständig. Therese war für die Plains zuständig. Ist auch eine sehr schöne Zeichnung. Und finde, trotz verschiedener Künstler, im Stil doch eine gewisse Ähnlichkeit. Also sehr, sehr schön. Tolle, tolle Kunst. Wunderbare Länder. Ich zähle sie jetzt nicht durch. Ist nicht so spannend. Jetzt gucken wir uns mal das Deck an. Deep Freeze hört sich sehr nach Blau an. Haben wir ja auch gesehen. Inseln sind drin. Und blaue Karten wird sehr wahrscheinlich was mit Tappen, mit Kontrolle zu tun haben. Mit dem Gegner eindämmen. So wie man das von Weiß-Blau gewöhnt ist. Auch heute noch. Und die Details gucken wir uns jetzt an. Wir fangen an mit dem Amessi Tome. 4 Mana, ein Artefakt. 5 Mana tappen. Und tappen, dann kann man zwei Karten ziehen und eine Karte abwerfen. Dann haben wir die Puppet Strings, die habe ich auch noch irgendwo. 3 Mana, 2 Mana tappen. Man kann eine Kreatur tappen oder antappen. Das ist typisch, deswegen wahrscheinlich auch Freeze. Man friert den Gegner ein. Und das ist auch sehr typisch für solche Kontrolldecks in der damaligen Zeit. Precognition, 5 Mana, eine Verzauberung. Während der Versorgungsphase darf man sich die oberste Karte der gegnerischen Bibliothek anschauen und sie dann auf den Boden seiner oder ihrer Bibliothek legen. Schöne Karte. Schöne Karte. Vor allem muss man kein Mana dafür ausgeben. Einmal draußen, diese Verzauberung, kann man das immer machen. Gefällt mir. Dann haben wir Dismiss. Das ist zweimal ein Interrupt. Das gibt es heute nicht mehr. Damals war das der sogenannte Unterbrechungszauber. Heute ist das alles standardisiert, glaube ich, als Spontanzauber. 4 Mana, Counter Target Spell, Draw Card. Sehr schöne Karte. Prima. Dann haben wir die Gaseous Form. Die haben wir mehrfach in der damaligen Zeit gehabt. Ich habe die in verschiedenen Decks gefunden und die ist in dem ganzen Block immer mal wieder vertreten, genau wie der Dream Cache und die Time App. Das sind klassische Karten aus der Zeit, die ich auch mehrfach habe. 3 Mana, Kreaturenverzauberung. Das heißt nicht, sie kann nicht angreifen oder blocken. Das heißt nur, dass sie keinen Schaden austeilt und keinen Schaden empfängt. So wie es da steht. Dann haben wir Dream Cache. Das ist eine Hexerei für 3 Mana. Man darf 3 Karten ziehen, 2 davon auf den Stapel oben oder unten drauflegen in der Bibliothek. Time Ebb, put target creature on top of owner's library. Alles klar. Da kann man also quasi die Karte wieder zurück und zwar nicht auf die Hand, sondern auf die Bibliothek legen. Damit zerstört man ihm den nächsten Zug. Legacy's Allure, 2 Mana, eine Verzauberung, die bleibt auch draußen. Während meiner Versorgungsphase kann ich einen Treasure Count drauflegen. Wenn ich diese Karte opfere, kann ich eine Kontrolle über eine Zielkreatur übernehmen, die nicht stärker ist als die Anzahl der Treasure Counts, Counters auf Legacy Allure. Also Kontrolle des Gegners übernehmen und wieder countern. Das ist heute eine Karte, die schon ordentlichen Wert hat. Ich habe euch schon ein paar Mal gezeigt. Die war auch in dem Exodus-Set drin und die sind in verschiedenen anderen Sets drin gewesen. Der klassische Counterspell. Die laufen schon zusammen, jetzt für so ein ganzes Playset, für ein paar Euro. Das ist halt auch ein sehr mächtiger Spruch, 2 Mana und einfach nur Counter-Target-Spell. Ohne Spezifikation, dass es eine Kreatur sein muss oder ein Nicht-Kreaturenspruch und auch ohne Spezifikation, dass der Gegner was dagegen tun kann. Also das ist immer noch der mächtigste Counterspell, den es gibt und das ist das Paradigma der Counterspells, der damals auch der ganzen Strategie seinen Namen gegeben hat. Tolle Karte. Spellblast, ja, das ist auch ein Klassiker. Damit kann man Spells countern, die eine Anzahl von Casting-Cost hat, also hier X, ne? Das heißt, wenn der Gegner 5 Mana ausgegeben hat, dann musst du 5 Mana dafür ausgeben, um genau diese Spell zu countern. Das ist ein etwas teurerer Counterspell, der allerdings dann billig ist, wenn in der gegnerische Spruch billig war. Also du kannst den da skalieren nach oben und unten. Bei Power Sync haben wir nochmal ein Counterspell. Das ist also ein extrem auf Counter ausgelegtes Deck. Wirklich super zugeschnitten auf Countern. Und Tappen bisher nur einmal gesehen, Countern ganz oft gesehen. Hier muss der Gegner gezwungen werden, X Mana auszugeben, um es zu verhindern. Und wenn er oder sie das nicht tut, werden alle Mana an produzierende Länder, die der Spieler kontrolliert, getappt und alles Mana wird aus seinem Mana-Pool entfernt. Deswegen auch Power Sync. Das ist geil. Da sieht man richtig, wie ihm die Macht aus den Händen gleitet. Und jetzt kommen wir zu den weißen Karten. Wir haben bisher noch keine einzige Kreatur gehabt. Noch keine einzige Kreatur. Nur blaue Verhinderungszauber. Das ist also sehr starkes Deep Freeze, wenn man mich fragt. Und dann kommen wir zu den weißen
Karten. Repentance, 3 Mana, 2-mal im Deck. Funktioniert sehr gut zum Entfernen gegnerischer Kreaturen. 2-mal hier drin. Dann haben wir die Unverwundbarkeit, Invulnerability. 2 Mana, eine Spontanzauber mit Buyback. Das heißt, wie ich es vorhin gesagt habe, du kannst weitere 3 Mana ausgeben und dann kannst du die Karte zurück auf die Hand nehmen, anstatt sie in den Friedhof zu legen. Das ist eine sehr mächtige und sehr beliebte Sache, die heute noch nachgesucht wird bei Leuten, die die alten Formate spielen. Und man kann damit Schaden, allen Schaden aus einer Quelle verhindern. Den allseits beliebten Pazifismus, der auch gerade wieder stark in Vogue ist in den aktuellen Decks, in den Ayani-Decks, die man so kaufen kann und die man auch auf Magic Arena spielen kann. Die Kreatur kann weder angreifen noch blocken für 2 Mana. Dann haben wir Disenchant, klassische Karte mit anderem Artwork. Zerstöre Artefakt oder Verzauberung, gab es auch früher schon. Und wir haben Anoint, 1 Mana mit Buyback. Du kannst 3 Schadenspunkte zu jeder Kreatur oder irgendeiner Kreatur verhindern. Dieser ganze Stapel jetzt war bisher fast alles, was wir gesehen haben, komplett kreaturenfrei. Und nur 2 Artefakte drin. Der Rest Hexereien und Spontanzauber. Extrem, extrem zugeschnitten darauf. In der Form habe ich sowas noch nicht gesehen als spielbares Deck. Und jetzt schauen wir mal an, was hier als Kreatur noch hinzukommt. Zunächst mal der Sky Spirit. 3 Mana. Summon Spirit, fliegend Erstschlag 2-2. Eine wunderschöne Karte. Wunderschön. Das ist im Grunde schönstes Art Deco, wenn ihr mich fragt. Traumhaft schön. Guckt euch das an. Genießt das mal. Was für eine Qualität. Toll. 2-2, fliegend Erstschlag. Dann haben wir die Karte, habe ich schon oft gesehen. Die habe ich auch ein paar Mal. Das ist auch eine klassische Karte aus der Zeit, die Horned Turtle, 3 Mana, 1-4. Die ist natürlich bei einem Deck, das sehr stark auf Verhindern ausgerichtet ist, zunächst mal dafür da, zu blocken, die eigene Strategie durchzusetzen und zunächst zu verhindern, dass man ganz viel Schaden bekommt. Also angreifen kann man damit nicht, aber verhindern kann man. Im Grunde funktioniert die ähnlich wie eine Mauer, nur dass sie als Kreatur theoretisch auch angreifen könnte. Dann haben wir den Wind Drake, auch das ist ein Klassiker, 3 Mana, 2-2 fliegend. Den habe ich auch aus der damaligen Zeit noch ein paar Mal. Aber die Designs sind einfach traumhaft schön. Schaut euch diese wunderschönen Zeichnungen und Bilder an. Hier haben wir den Avenging Angel. Wunderbar gemacht. Fantasy at its best. 5 Mana, 3-3 fliegend. Wenn er in einen Friedhof kommt, darfst du ihn oben auf die Bibliothek zurücklegen. Ich denke, das ist eine der Rares. Das gucken wir gleich mal durch. Dann haben wir den Cloud Chaser Eagle. Den habe ich auch noch ein paar Mal. 4 Mana, 2-2 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, darfst du eine Verzauberung zerstören. Dann haben wir den Knight of Dawn, 3 Mana, 2-2 Erstschlag, dem man Schutz vor einer Farbe der Wahl geben kann. Super Karte. Dann haben wir den Solitary Lancer, 2-mal, 3 Mana, 2-2 Erstschlag, wenn er angreift und mit Shadow, wie ich ja vorhin gesagt habe, die kann nur geblockt oder geblockt werden oder blocken, wenn die gegnerische Kreatur auch Shadow hat. Und die letzten Karten, auch die habe ich in anderen Decks schon ein paar Mal gesehen oder beziehungsweise in Packs aufgemacht damals und in meiner Sammlung Master Decoy. 2 Mana, 1-2 und du kannst eine Kreatur tappen. Also, das ist dieses wunderschöne, wunderschöne Deep Freeze Deck mit seinen tollen Artworks und seine extrem auf Verhindern, Tappen und auf die Hand zurückschicken und Countern ausgerichteten Strategie, das nur sehr wenige Kreaturen enthält. Nur dieses bisschen Kreaturen im Vergleich zu diesen vielen Zaubern. Ich weiß gar nicht, ob heute noch so gespielt würde. Ich habe das Gefühl, das ist mein persönlicher Eindruck, dass Magic sehr viel kreaturenlastiger geworden ist, als es damals war. Und hier haben wir vor allem sehr starke Fraktionen an Counterspells. Allein das hier, alles Counterspells. Karten, mit denen man gegnerische Kreaturen auf die Hand zurückschicken kann und anderes. So wie es mir eigentlich sehr gut gefällt. Ein wunderschönes Deck in einer traumhaft schönen Optik. Und jetzt schauen wir doch noch mal kurz in die Liste rein, welche von diesen Karten die Rares waren. Das ist ja nicht uninteressant. Also, ist das die Advanced Decklist? Guck mal, da sieht man hier. Ach, das ist toll. Deep Freeze. Da sieht man. Nö, das ist was anderes. Gucken wir mal, da ist die Decklist, genau. Schauen wir noch mal kurz in die Decklist. Da sieht man, welche die Rares und die Uncommons und Commons waren. Also hier sieht man den Avenging Angel, diese wunderschöne Zeichnung mit dem Engel, den man auf die Bibliothek zurücklegen kann, wenn er gestorben ist, ist die eine Rare. Und die andere Rare, das sind in der Regel immer 2, hier sind sogar 3 drin, ist Precognition und der Emessi Tome, also das Artefakt. Das sind die Rares, die in diesem Deck drin sind. Und ich weiß eines,
Diese Decks enthalten Karten, die mittlerweile ein bisschen Wert haben. Hier ist keine Karte drin, die komplett wertlos ist. Also so 2-Cent-Karten, vielleicht ganz wenige. Die meisten dieser Karten sind schon ein bisschen mehr wert, haben dann 20, 40, 60 Cent, mal einen Euro. Klar wird man diese Decks frisch verpackt doch mittlerweile für ein bisschen was kaufen müssen. Die sind nicht geschenkt, die kriegt man nicht für 9 oder 8 oder 7 Euro, sondern da ist man in der Regel zweistellig irgendwo. Aber man kriegt auch einen Gegenwert, denn diese historischen Karten sind in wunderschönem Zustand. Toller, toller Originalzustand. Es sind historische Karten, es sind sehr mächtige Karten zum Teil, es sind sehr ikonische Karten mit sehr berühmten Zeichnungen und Bildern aus der damaligen Zeit. Es hat unglaublich viel Flair, Schönheit. Allein für den Ästheten ist es sehr wertvoll. Aber wenn man es auch von dem reinen Wert der Karten betrachtet, hat man hier kein Geld aus dem Fenster geworfen. Das ist dann immer noch ein Gegenwert, ein schöner Gegenwert für ein paar Karten, die man so in der Form heute nicht mehr bekommt. Und das ist ja nochmal der eine Rare, der Arranging Angel, mit dem ich das Ganze beende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es hat mir extremen Spaß gemacht. Und ein tolles Deck, das Tempest Deck. Ich habe es sehr genossen. Ist ein bisschen schade, dass nicht hier wie bei Exodus so eine kleine bebilderte Geschichte noch dabei ist. Das haben sie dann später gemacht mit Zeichnungen und Erläuterungen, wie es in dem Wrath-Cycle-Zyklus inhaltlich voranging. Aber da wollen wir jetzt mal nicht drüber jammern. Ich bin sehr glücklich, dass ich das bekommen habe, dieses Päckchen aus dem Jahr 1997. Und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Freude wie ich. Und jetzt schauen wir nochmal drauf, was hinten drauf stand. Und enden mit einer kleinen Lesung. On the shadow plane of Wrath, the flying ship Weatherlight encounters chilling new forces of magic. Deep Freeze uses new Tempest cards to set up your opponent's permanents, then lock them down. When you want to be cold and calculating, bring out the Deep Freeze. Playable out of the box or customizable, Tempest pre-constructed decks put innovative new combos directly into your hand. A pre-built 60-card deck, Tempest pre-constructed deck for strategy guide and rules for the playing for playing Tempest. The Magic Gathering Rulebook is not included. Herrlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und habt ein schönes Wochenende. Tschüss.